Lass uns ein. Ja, Spiel Ja, mehr Kämpfe deaktiviert werden. los. Hallo Leute, Pokémon langweilig. Pokémon langweilig, das trifft sehr gut. Aber dieses Mal wird das Ganze etwas professioneller, denn wir haben uns jetzt Teams von den Profis überhaupt geliehen. Also Geliehen? jetzt. Ich habe einfach meine tollen Pokémon von der Box rausgeschnappt und geguckt, was da so Tolles dabei ist. Toll. Ja, okay. Bei mir ist auch einiges toll. Ja, was hast du denn für ein. Das ist Willst du Mist. mich? Das Hydreigon habe ich irgendwann mal getauscht bekommen, ich glaube von iPad. Das eine heißt Buffles, das war mein Starter. Deine Pokémon sind ja wenigstens groß. Und das Managoras, das habe ich auch irgendwo aus, glaube ich, Tauschbörse was erhalten. Das sind alles Pokémon, die man locker in einem Competitive-Kampf lassen könnte. Aber okay, mein Schneck macht weg die alle weg. Das werden wir sehen. Mal gucken wir das, wo meine ich da an. Was schnell ist, ist natürlich immer eine gute Wahl. Keine Ahnung, ist das schnell? Wir werden es gleich sehen. Das obligatorische Elektro-Pokémon darf natürlich nicht fehlen, mit Voltwechsel vor allem. Warum Und tust du mir natürlich, das an? passend zu diesen wunderbaren, tollen Pokémon, gibt es die Champion-Musik. Oh. Ich hab gerade ein Schwarzbild. Ach ne, da ist es ja. Das braucht halt ein bisschen, das sind Pokémon Nintendo-Server. Jetzt geht's ab. Warum? Ich würde dir gerne sagen, es kann Eisenschwalbe, aber das kann es nicht. Warum hast du es EMA genannt? Ach so, keine Ahnung. Ah. Ja, Potthus. Natürlich, komm Geht sie schon. alle weg. Warum kann nicht einfach mal der Fokusschuss auch treffen, wenn man ihn einsetzt? Angriff steigt stark. Ja, Potthus. Du schaffst das. Komm schon, bitte triff einfach einmal in deinem Leben. Dankeschön, bitte, bitte, danke. Der Wahlkampf nicht sehr effektiv gegen Gestein? Ja, doch, aber nicht gegen Käfer, da ist es Warum eben ist sehr Potthos ein schlecht. Käfer-Pokémon? Das ist einfach ein Stein. Das kann ich dir auch nicht sagen. Na gut, dann kriegst du Okay. halt etwas, das auch nie trifft. Nehmen wir mal Ladungsstoß lieber. Jetzt wird er durchgesweept. Ja, los, Vortrott! Dieses Pott hat einen unglaublich hohen Angriffswert. Ja, Potthos ist der beste Sweeper im Game. Warum kann das Hausbruch? Ja, weil es einen Panzer hat. Alles, was einen Panzer hat, kann Hausbruch. Ja, aber warum hast du das denn beigebracht? Das war einfach in der Box, wie du gesagt hast. Du sagtest, ich soll irgendwelche Pokémon aus der Box rausholen. Aber das habe ich getan. Egal, ist okay. So, was habe ich da denn noch? Gott. Das ist ja ein wunderbares Team, was ich hier zusammengestellt habe. Okay, dann geht das ab. Wow. Ein Sengo. Aber warum ist es männlich? Ich weiß es nicht. Wenn es weiblich wäre, hätte ich Anziehung einsetzen können. Oh, diese Moves. Das ist ja grauenvoll. Nein. Oh. Ach Mann. Ja. Kratzer. Warte ab, bis mein Monago rauskommt. Das kann, glaube ich, auch Tackle oder sowas. Ist okay. Ja! Natürlich war das Ja, genug. Senko! Ich bitte dich. Senko schafft es. Senko ist Okay, der jetzt werde Beste. ich mein Pokémon mit den Monster-Sachen rausbringen. Oh nein. Ich zittere schon. Oh. Keine Ahnung, was das kann. Das habe ich, glaube ich, wirklich über meinen Tausch erhalten. Es sieht mächtig aus. Mal schauen, Es was ich ist da so ein kleben lässt. Fossil-Pokémon. So, Hey, es kann Tarnsteine. Tarnsteine. Das ist ja schön. Gefährlich. Ich weiß nicht so recht, was ich dagegen tun soll. Einfach intuitiv immer es auswählen. Ja, bin dabei. Was kommt denn? Das ist ein Eis-Pokémon. Ah, ne, Kadabra. Das wird jetzt wahrscheinlich nach einem Hit tot sein. Ach nee, du hast gar nicht angegriffen. Das ist gut. Da habe ich ja immerhin einen Schlag zur Verfügung. Glaube ich. Hoffe ich. Das kann ich kann das da. Das ist sogar praktisch eigentlich. Ich bin neben der Drachestein. Aber doch nicht. Ja, doch, du bist Drachestein. Ich dachte, Psychotragen wäre nicht sehr effektiv gegen Drache, aber gut, dann, ja, man ist Gegen nicht. Drache sind, Drache nimmt nur den halben Schaden von Elektro, Feuer, Gras und, Gras. Vor allem Pflanze und Wasser. Gras. Gras. Ich weiß, Gras ist doch super.
Oh, dann bist du jetzt. Warte, kann das für irgendwas Gutes? Siehst du den Bart meines Pokémon? Nee, kannst nicht, also raus damit. Oh, das ist ein wunderschöner Bart. Der Mülleimer. Was auch sonst. Oh, es nimmt Schaden durch Tarnsteine. Also, wie man merkt, wir kämpfen hier mit Entry Hazards und jeglichem anderen Kram. Was ist Rülpser? Du benutzt wortwörtlich Müll. Ja, ja. Dass der den Toxin kann nicht überleben. Das kann halt nichts anderes. Antikraft, auch sehr gut. Wow. Oh ja, meine Vergiftung, swag dich. Es hätte wenigstens irgendwie noch die Werte erhöhen können. Ja, es hätte es, aber es, das würde es niemals tun. So, dann, sweepen wir dich jetzt durch. Leer Smog. Was macht das überhaupt? Schaden. Das, nee, das macht. Oh, auch. Das war ein Volltreffer. 50 Schaden und es resettet alle Stats. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man das zum Beispiel auf ein vollkommen geboostetes Blitzhard draufhaut. Warum auch immer man Blitzhard boostet. Aber Blitzhard hat überhaupt nichts zum Boosten. Ja, ich meine jetzt, wenn man so mit so blöd spielt wie ich, mit Staffette und so weiter. Was habe ich noch für schöne Pokémon? Ich werde dir zeigen, wie ich mit einem Deponitox umgehen werde. Ziegelina? Ja, Ziegelina. Was? Wie nennst du denn deine Pokémon, bitte? Ich halte es nicht aus. Das sah aus wie ein Stein-Pokémon am Anfang. Ein Stein-Pokémon? So sah es am Anfang aus. Los, Anfang. Ich werde dich jetzt schreddern. Ich kann vor allem Rülpser und ich habe keine Beere. Das ist sehr praktisch. Das ist eine Attacke, die heißt so. Was? Ja. Es trifft auch noch. Ja. Der will mich doch veräppeln. Warum kann es das? Einfach so aus. Das ist doch nicht toll. Das soll die letzte Verzweiflungstat von diesem Pokémon sein, wenn es kurz vor dem Tod steht. Diese Idee hatte ich damals dafür. Du hast den schon Moves zugewiesen, oder was? Ja, das ist irgendwann mal her gewesen. Zumindest dem da. Ich dachte, das wären irgendwelche Pokémon, die vollkommen scheiße sind. Aber nein, die sind ja... Die können ja locker in der Profi-Liga mitspielen. Das noch lange nicht. Die haben nichts trainiert, die haben nur ein paar Attacken, weil ich mit denen das Spiel durchgespielt habe. Ich habe Hariyama, schau's dir an. Das ist dick. Ey, nee. Ich hasse mein Leben. Schlecht. Hast du da eingesetzt? Oh, Bauchtrommel. Oh Gott, nein, der Angriff steigt. Ja, ich... Hättest du jetzt nicht so einen blöden Angriffsboost-Reihe drin gehabt, dann hätte ich jetzt noch damit was machen können, aber nein. Ja, Erdbeben. Der obligatorische Erdbeben. Du sagtest irgendwelche random Müll-Pokémon und du nimmst einfach einen Max-Hast oder wie das heißt rein mit Schwert-Tanz. Ich dachte, du würdest irgendein Pokémon aus deiner Box mit den Dingen, die noch trainiert werden sollen, nehmen, die halt halbwegs schon trainiert sind. Ja, nee, sowas habe ich gar nicht. Ich habe alles so. trainiert, was ich trainieren möchte. Deswegen habe ich ja auch normale Kämpfe gefordert. Mir ist einfach alles perfekt, das ist... Aber egal. Besiegen tue ich dich ja trotzdem. Ja, Wutanfall, genau. Ich bin mir gerade nicht sicher, was für ein Item das wird, aber ich glaube, es hat eine Beere, um Verwirrung aufzuheben. Genau, da hat's auch noch ein passendes Item dazu. Das weiß ich aber gerade nicht, das müsste ich gucken. Es kann sein, dass es gar nichts hat. Das Schneckmack. Das sollte dich. Nein, aber warum tust du sowas? Einfach so aus Spaß. Es wollte Härtner benutzen. Oh. Aber ja, ich hatte keine Chance. Aber wenn du keine tollen Über-Pokémon hast, dann kann ich wirklich aus meinem Müll rausnehmen, weil ich habe noch ein paar Müllboxen. Da sind Pokémon drin, die... Naja, die habe ich einfach. Keine Ahnung, warum ich die... Nimm einfach die du irgendwann gefangen hast. Ja, da habe ich einen Haufen Pokémon noch. Ja, dann machen wir es jetzt. Wenigstens 5 Boxen habe ich davon. Dann machen wir es ja jetzt wieder ganz professionell mitten in der Aufnahme und schneiden das nicht raus. Doch. Nein. Ein Lavita. So... Was ist das für eine Musik? Ist das irgendwie Pokémon-legendäre Labrador-Musik oder sowas? Wahrscheinlich. Oh Gott, nö, die will ich nicht, die ist hässlich. Ich kenne die nicht mal, weil ich Labrador nur noch nicht gefangen habe. Ja, aber hast du... Ach, genau, stimmt, du hast auch Labrador, stimmt, ja. Oh, na, aber toll, jetzt habe ich genau das richtige Pokémon rausgeholt.
Es ist wahrscheinlich offensiv, oder? Es kann Tackle. Nein, es kann Anziehung. Ah, Herzchen, ja. Kein Enekoro ohne Anziehung. Nein! Warum ist es Starvorliebe? Jetzt passt mal auf, was ich noch kann. Warum sollte man Enekoro lieben? Oh. Jetzt meinst du es aber wirklich ernst. Oh, mein Enekoro könnte dich vielleicht sogar besiegen mit viel Glück. So. Die Sache ist die, dieses Vieh kann nur Tackle und Angriffsattacke. Toll. Es kann auch Gesichte. Das finde ich sehr positiv. Was macht Gesichte eigentlich? Gesichte. Ach genau, ich glaube, man kann einen Geistvogel angreifen. Nein, warum? Weil ich nicht verliebt sein möchte. Warum ist das japanisch? Weil ich es im Wonder Trade bekommen habe. Dann schau es dir an, das ist Arbiter. Es ist das auch männlich, verdammt. Oh, genau darauf habe ich geachtet. Oh! The Tackle! Naja, so schwach ist er nicht einmal. Da kann der Drachentanz. Warte, Enekoro ist doch Fee, oder? Neuerdings. Ich hasse es. Toll. Oder? Ich weiß nicht, ist es Fee? Kann ich dich jetzt damit angreifen? Oh. Ist es Fee? Ich weiß nicht. Ich schau mal nach. Recherchieren hier. Enekoro. So. Okeweki. Jetzt fehlt dir wenigstens eine Attacke aus, während du schaust. Tut mir leid. Ne, ist kein Fee. Finde ich gut. Ja, Lavita. Machst sogar relativ viel Schaden. Ich hab ja auch einen Drachentanz drin. Ach, der Tackle ist so stark. Ja, der Tackle. Das wundert mich aber echt. Ich meine, ich bin resistant dagegen. Warum macht das so viel Schaden? Wahrscheinlich wegen dem Rutenschlag, aber hey. Ach, das arme Enekoro. Wir machen uns darüber. Oh! Toll. Okay, gut, dann, was habe ich noch Schönes hier rumliegen? Probieren wir mal das da aus. Okay. Was kommt nun? Wenn es laden würde. Was ist doch. Was ist das denn? Das ist ein Fossil-Pokémon. Amagarka. Es ist groß. Was kann das? Ah, cool. Oh, ich mag die Animation von den Flügeln. Oder was auch immer es da hat. Ich denke, das sind Flossen oder sowas. Das sind Flügel. Sehr still. Genau, Amagaka, es fliegt einfach mal weg. Ach, bitte. Und das Telefon klingelt. Ja, hallo Telefon. Da freut man sich doch. Rufen? Oh nein. Der Rufen ist jetzt weg. Ich hoffe, er kämpft trotzdem weiter. Denn wir haben ja nur eine begrenzte Zeit. 55 Minuten noch. Und ich will nicht, dass Rufen dieses Limit überschreitet. Oh, ich hab Hunger. Aber dann... Warum kann es Donnerwelle? Bitte. Es ist ein Amagaga. Es ist ein... Keine Ahnung. Ich hab das Ding getauscht bekommen. Es ist ein Flugdino. Es soll nicht Donnerwelle können. Kann's aber jetzt. Aber pass mal auf, was Quaputzi jetzt macht. Pass du mal auf, was ich kann. Das ist gut. Weiß ich gar nicht. Oh. Ja. Oh. Das wird mir wahrscheinlich viel Schaden machen. Ja. Was kann ich noch? Ich kann noch das da. Oh, Antikraft. Ich hoffe, du boostest dich jetzt. Oh! Das wär gar nicht mal so schwach, aber... Mann, oh Mann. Und damit wäre es besiegt. Man hätte es natürlich auch so machen können, dass man den Ingame-Sound rausnimmt und einfach selbst den Soundtrack einfügt. Den kann man sicher bei Börse downloaden. Kaufen. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Und dann wäre der Klang wunderschön und wir hätten keinen 3D-Sound. Ja, ich mach mein Kabel gleich wieder rein. So.
Rausgucken. Greif an. Ich guck gerade, aber das kann nichts. Das ist Swaron, das muss was können. Schau's dir an. Strafattacke. Das hat Schaden gemacht. Das war sogar sehr gut eigentlich. Naja, vielleicht. Oh Gott. Ja, was kann man jetzt dagegen machen? Kann das da irgendwas? Oh ja, oh ja, oh ja. Das glaubst du nicht. Ein Magnetor, oh nein. Das ist der perfekte Counter. Oder so. Folterknecht. Warum nutzt du Folterknecht? Ich dachte, es kommt irgendeine Paralyseattacke. Oh, oh, wow. Oh. Das habe ich nicht erwartet. Jetzt hast du... Ich hasse dich. Ja, was? Ich hasse dich. Was macht denn das da eigentlich? Das sperrt mein Item. Oh nein, du hast ja Verhöhner benutzt. Hä? Oder? Nee, ach nee, Folterknecht, genau. Zwingt das nicht dich dazu, Angriffsattacken einzusetzen? Nein, Verhöhner bringt mich dazu, nur Und was macht Folterknecht? Folterknecht bringt dann dazu, dieselbe Attacke nicht zweimal hintereinander einzusetzen. Ist das auch doof? Strafattacke. Was ist das? Oh, das ist gar nicht mal so schwach. Das macht dir irgendwie mehr Schaden, desto höher deine Statuswerte geboostet sind. Oh, ich hab so viel Hunger, das ist schlimm. Okay. Oh, ich kann. Das ist doch. Ja. Dann ist eine Kartoffel. Ich habe keine Kartoffel hier. Elektroball. Ja, ich dachte, dass es sehr effektiv ist wegen Swaroness. Aber ja, ich muss mir auch Zoroark trainieren. Es ist unfassbar, was ich auch noch hab. Es ist... Was? Domse. Domse, ah genau, da war ja was. Domse. Ich find den Namen super. Oh, das ist gut. Das ist gut, ganz sicher. Oh, das ist kein Schwert, das ist das Domse. Ich nehme mich in Acht. Oh, komm! Hat das zufälligerweise die Item? Ich weiß es nicht. Oh, es kann auch Knirscher, oh nein. Was kann das noch? Wahrscheinlich die derbsten Angriffsattacken. Giftspitzen und Gifthieb, glaube ich noch. Oh. Dann schauen wir mal, was wir dagegen machen können. Ja. Trifft es sehr gut. Wähle etwas aus. Überrasche mich. Golem, was ist das denn? Ach so. Wonder Trade, sei Dank. Ja, pass mal auf, ich werde jetzt die giften. Komm, vergifte ihn. Ja! Solange es kein Toxin ist, kann ich damit leben, glaube ich. Dampfwalze. Sehr gut. Ja, natürlich. Die Initiative von Domse sinkt stark. Sehr schön. War das stark? Nicht einfach nur normal? Das war sehr effektiv wegen Boden auf Gift oder so, glaube ich. Ja, aber deswegen sinkt es ja nicht stark, oder doch? Ach so, du meinst das Sinken von dem Wert, das ja, weiß ja. Ich nicht. Das habe ich gar nicht beachtet. Es wird sterben. Nein. Doch. Oh ja, so ist es wieder Swaron. Komm, booste dich. Ja, die spitze Stein ist eigentlich weg. Ausrufen, booste dich. Swaron, das ist der Übersweeper. Von wegen. Was hast du? Nein! Oh nein! Wahrscheinlich kommt aus der Steinkante oder sowas. Nein, ich hätte Finale benutzt. Oh, okay. Das war meine einzige Hoffnung, dass noch irgendwas Tolles passieren kann, aber nein. Na gut, dann holen wir ihm das da raus. Oh, Nidorino. Habe ich irgendwann mal im Trade bekommen. Und das Gute ist es... Oh ja, es kann die beste Attacke überhaupt. Was macht eigentlich das da? Ich glaube, das senkt mein Angriff. Oder so. Und ich hab... Oh, das ist gut. Ja! Oh! Das hat dich fast vergiftet, ja? Irgendwie glaube ich das nicht so wirklich. Doch,
noch. Wer Wasser wie jetzt holt er sich auch noch Heilung dazu. Ich kann noch Ruheort. Was ist denn das? Das ist ein Furienschlag. Das ist ja mehr als nur lächerlich. Hey. Bitte töte mich. Komm. Danke. Ich halte es nicht, wenn du dich weiter mit meinem Nidorino gegen dein... Ja. Damit es noch schneller geht. Das nächste Pokémon ist auch hilflos gegen dein Teil. Das ist ein Boden-Pokémon. Nein, noch schlimmer. Ein Elektro-Pokémon. Ich sagte im Nachteil. Oder habe ich im Vorteil gesagt? Ja, was dann? Ein Raupi. Ein Karpels. Ja, das ist doch gut, wenn es gut attacken kann. Denk mal an den Luftschnitt, wie viel Schaden das machen könnte. Ja, gut, außerdem kann es nichts Gutes. Nächste, ein Treffer und ich bin weg. Oh. Ich merke schon, bei solchen random zufälligen Billigkämpfen bist du besser als bei solchen ernsten derben Kämpfen. Und, ich nehme mal die besseren Pokémon. Ich meine, du hattest gerade eben Sachen wie ein Lavita dabei. Lavita hatte immerhin Drachentanz. Gut, mein Enekoro war auch für den Arsch, aber. Nein, dein Enekoro hat viel ausgemacht. Das hat mein, was hat's gemacht? Nichts hat es getan. Es hat viel getan, Rufen. Streit das nicht ab. So, okay, ich soll runtergehen. Also dann tschüss, Leute. Alles klar, tschüss.